Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal, hier bei HolyLol. Heute wird es die erste Runde Grounded geben. Ihr habt ja sicherlich alle den Trailer gesehen und manche haben natürlich auch erkannt, welches Spiel es ist. Aber sicherlich gab es auch viele, die gesagt haben, was ist das denn für ein Spiel? Und heute seht ihr es, es handelt sich um das Survival-Spiel Grounded. Da ich dieses Spiel nur ein einziges Mal bis jetzt gespielt habe, ist auch schon eine ganze Weile her, fangen wir natürlich an mit Flauschig. Der Garten ist ein gefährlicher Ort, aber deine Werte sind etwas nachgiebiger und es gibt keinen Schaden durch Freunde. Ich spiele als Einzelspieler, also fällt das raus. Ich kann keinen Schaden durch Freunde bekommen. Jetzt überlegen wir uns, welchen Charakter wir uns auswählen. Hier haben wir den Max, die Willow, den Pete und die Hoops. Ich würde sagen, wir nehmen den Pete. Der Pete hat auch schon so ein bisschen eine Gartenhose an, sage ich mal. Und der passt da ganz gut rein in den Garten. Jetzt geht's los mit dem Pete. So, ich habe euch ja gerade schon gesagt, wir befinden uns in unserem Garten. Und ja, wo bist du, Pete? So, genau. Wir müssen unsere Orientierung jetzt finden. Hier waren wir wohl drin. Und jetzt geht es los. Wir befinden uns in unserem Garten. Und wir müssen uns jetzt hier zurechtfinden. Wir sammeln alles Mögliche auf. Ich sag mal so, das ist vielleicht ein Minecraft für Erwachsene. Hier können wir was aufsammeln. Und hier gibt es Pilze, die können wir essen, das weiß ich noch. Gab jetzt auch schon viele Updates für dieses Spiel. Es gibt eine Brutmutter, einen Endgegner. Und das ist das Ziel des kompletten Spiels bis jetzt. Und unser Ziel für heute ist es, erstmal eine Rüstung und Werkzeuge und eine Waffe zu bauen. Das wollen wir jetzt erstmal in Angriff nehmen. Jetzt gehen wir mal hier rein. Hier können wir nämlich erforschen. Und da bekommen wir dann auch immer schöne neue Rezepte. Hier zum Beispiel können wir ein grobes Seil herstellen. Und hier ein Stachelsprössling und eine Wegmarkierung. Und vor allen Dingen kriegen wir immer Punkte, wenn wir hier was erforschen. Und diese Punkte können wir dann später eintauschen für neue Rezepte oder Verbesserungen unseres Charakters. Aber das kommt erst später. In diesem Spiel werden wir eine schöne Basis bauen und den ganzen Garten mal erforschen in seiner Gänze. Hier wird es viele Gegner geben. Schwere Gegner, einfache Gegner, große Gegner, kleine Gegner. Ich hoffe, wir werden dann am Ende die Brutmutter besiegen. Das ist nämlich dann unser Hauptziel. Aber jetzt sammeln wir erstmal hier ganz viele Sachen auf. Nehmen noch ein paar Pilze mit, damit wir nicht verhungern. Weil, ihr wisst, ein Survival-Game, da muss man dann auch immer mal schauen, dass man genug trinkt und genug isst. Jetzt wollen wir mal schauen, was ist denn unser Hauptziel. Wir müssen jetzt analysiere einen Kiesel. Okay, müssen wir gleich noch machen. Und untersuche die mysteriöse Maschine. Die mysteriöse Maschine, das ist dies hier. Und da wollen wir mal schauen, was wir hier untersuchen können. Hier gibt es einen Knopf, den drücken wir mal. Und jetzt werden wir sehen, was dann unser nächstes Ziel ist. Da wird ein Laser geblockt von einem Grasstiel. Ja, den müssen wir natürlich gleich freikriegen. Und der Laser ist kaputt, den müssen wir reparieren. Und dann funktioniert diese Maschine auch wieder. Und dann haben wir auch das Ziel für diese Folge erreicht. Eine Rüstung bauen, Waffen, Werkzeuge und die Maschine reparieren. Das soll jetzt erstmal das Ziel sein für diese Folge. Und dann sehen wir weiter. Jetzt analysieren wir erstmal den Kiesel.
wie uns befohlen wurde. Und da können wir eine Kieselaxt jetzt herstellen. Das machen wir jetzt auch erstmal. Erstmal ein paar Seile herstellen. Die brauchen wir nämlich auch für alles Mögliche. Dann gehen wir hier. Die Kieselaxt. Die machen wir als erstes. Für den Kieselhammer brauchen wir noch 2 Kiesel. Die sammeln wir schnell auf. Dann bauen wir uns den Hammer. Und jetzt den Speer. Da brauchen wir noch 1 Kiesel. Da ist er. Und jetzt haben wir auch schon unsere erste Waffe. Den Kieselspeer hergestellt. Damit kann man etwas auf Distanz kleinere Tiere töten. Jetzt müssen wir hier ein paar Kleeblätter ernten, weil wir brauchen ja unsere erste Rüstung. Und ohne Klee gibt es keine Rüstung. Zumindest am Anfang nicht. So, da sammeln wir alles auf. Meine Frage an euch natürlich, kennt ihr dieses Spiel? Habt ihr dieses Spiel schon mal gespielt? Falls ihr im Besitz seid eines Game Passes, da ist das Spiel aktuell drin. Heißt, wenn ihr den Game Pass habt, könnt ihr dieses Spiel gratis spielen. So, jetzt analysieren wir das. Es war noch gar nicht bereit. Schade. So, jetzt sehen wir hier, wir haben unsere erste Rüstung. Und die werden wir uns jetzt auch gleich bauen. Wir brauchen eine Werkbank auch noch. Mal schauen, ob wir alles dabei haben für die Werkbank. Nee, es fehlen noch 2 Sprösslinge. Aber die finden wir hier schon. Bis jetzt ist ja auch noch alles ganz ruhig hier. Noch keine großen Gegner. Bis jetzt, wie gesagt, alles entspannt. Wir bauen jetzt erstmal hier die Werkbank auf. Ich kann euch aber versichern, dieses Spiel wird noch sehr nervenaufreibend, sehr anstrengend und auch sehr gruselig durch die Viecher, die hier rumlaufen. Wir brauchen noch ein paar Seile und noch ein bisschen Sprösslinge. Dann nehmen wir das auch noch direkt mit, weil wir müssen ja auch unser Ziel gleich erstmal erreichen. Noch ein paar Seile bauen. Jetzt können wir uns den Poncho bauen. Und ein Sprössling fehlt uns noch für die Hosen. Und dann sind wir komplett und können uns aufmachen, den Laser zu reparieren. Jetzt ziehen wir erstmal unsere Rüstung an. Jetzt sind wir erstmal geschützt. Aber wir sollten erstmal was essen. Ich esse erstmal die leckeren Pilze auf. Was zu trinken bräuchte ich noch. Das müssen wir jetzt gleich suchen. Aber da haben wir den Läusehonigtau. Der gibt uns auch etwas zu trinken. Trinken finden wir hier oben immer an den Grashalmen. Da hängt manchmal ein Wassertropfen dran. Aber jetzt wollen wir erstmal anfangen, die mysteriöse Maschine zum Laufen zu bringen. Hier den Grashalm, den müssen wir abschlagen. Hier seht ihr das. Da hängt Wasser dran. Und jetzt haben wir getrunken. Sehr schön. So, das erste wurde erledigt. Jetzt müssen wir herausfinden, was den Laser schwächt. Und hier haben wir schon das erste Tier, den Rüsselkäfer. ja, eines meiner Lieblingstiere, einfach weil er so süß aussieht und wenn er läuft, die Nase hin und her wackelt. Noch ein bisschen trockenes Gras mitnehmen, weil wir brauchen gleich eine Fackel. Sonst sehen wir nichts. Wo ist denn der Laser jetzt? Da hinten. Jetzt hätte ich mich fast verlaufen. Hallo? So. Das nehmen wir noch mit. Das auch.
Und jetzt gehen wir mal da vorne schauen. Da kommen dann auch die ersten kleinen Gegner. Da seht ihr sie schon. Das sind so kleine Milben. Und natürlich sammeln wir auch das auf, was die Milben hergeben. Da kommen noch welche. Oh, okay. Noch eine. Jetzt wird es aber viel hier. Na, alle getötet. Und jetzt müssen wir hier die Milben von dem Kabel entfernen, damit der Laser wieder vernünftig funktioniert. Und ihr seht, deswegen brauchen wir auch hier die Fackel. Wo ist sie denn? Da unten. Oh, ich kann sie noch gar nicht herstellen. Achso, Seile habe ich ja. Die stellen wir uns schnell her. So. Wo sind jetzt die Fackeln da? Jetzt haben wir eine Fackel. Und die Fackel ziehen wir uns in unsere Nebenhand. Und jetzt geht's los. In die erste Höhle. Der erste Dungeon. Dann werden wir weiterschauen. Wie gesagt, das ist das Ziel jetzt für die erste Folge. Die Maschine ans Laufen bringen. Irgendwo höre ich hier noch ein Viech, aber ich sehe gerade keins. Oh, hier sind noch drei. Oh Gott. Aber alles einsammeln. Hier sitzen sie auch noch am Kabel. Das geht gar nicht. Ich glaube, wir haben es soweit geschafft. Hier diese Schleimpilzstängel nehmen wir auch noch mit. Und natürlich gehen wir hier einmal durch. Weil dieses Quarzit, das brauchen wir auch noch später, um unsere Werkzeuge zu reparieren. Und da ist es gar nicht verkehrt, wenn man schon mal einen kleinen Vorrat hat. Und diese Dinger braucht man auch immer mal wieder. Und hier haben wir schon unser erstes Secret. Ein Scarab haben wir gefunden. Okay. Das werden wir später sicherlich noch brauchen. Das nehmen wir also mit. So, jetzt erstmal raus hier aus der Höhle. Und zurück zur Maschine. Guck mal an. Hier haben wir noch einen vergessen. So, jetzt können wir zurück zur Maschine gehen. Der Laser ist repariert. Wir sind also auf einem guten Weg, unser erstes Ziel zu schaffen. So. Alle Laserstrahlen feuern mit voller Kraft. Sehr schön. Wir gehen jetzt hier hin. Jetzt können wir die Maschine aktivieren. Ich drücke drauf. Und eine schöne Cutscene. Was wird passieren? Wir haben eine Explosion hinten am Baum. Das ist, glaube ich, nicht so gut. Ich würde sagen, wir laufen jetzt noch dahin und dann werden wir in der nächsten Folge herausfinden, was da passiert ist. Aber wir müssen jetzt erstmal noch ein paar Meter laufen. Hier sehen wir noch ein Trinkpäckchen. Da kommen auch immer so kleine, Getränkebällchen raus. Und die können wir auch immer gerne mitnehmen. Getränke kann man immer brauchen. Im späteren Spiel kriegen wir auch noch eine. Hier, guck mal, hier haben wir eine Laus. Schade, sie ist tot. Nehmen wir sie mit. Hier haben wir schon die ersten Ameisen. Schaut sie euch an. Was für ein Haufen. Wo kommen die denn alle her? Ja, das kennen wir. Ich laufe mal mit. Mal schauen, wo die Ameisen hinwollen. Ich habe das Gefühl, die sind auf irgendeiner Mission. Nur auf welcher? Das erschließt sich mir nicht. Wir sehen auch, die sind uns nicht böse gesonnen. Hallo? Ja.
Jetzt schubsen sie mich weg. Was habt ihr denn vor? Ja, macht's gut. Man sieht sich bestimmt nochmal wieder. Ich habe was entdeckt, einen alten Ameisenhügel. Habe ich mir schon fast gedacht, dass das ein Ameisenhügel ist. Hier haben wir jetzt auch die nächsten Items. Hier können wir nämlich die Eicheln zerstören. Das machen wir mal eben. Wir nehmen mal eine mit. Hier haben wir schon Eichelteile, Eichelschalen. Und das kann man alles brauchen. Wie gesagt, wir bauen uns hier auch noch eine schöne Base auf. Aber jetzt wollen wir erstmal gucken, was passiert ist. Was ist hier explodiert? So, da sehen wir schon, es qualmt. Es leuchtet lila. Wir schauen uns das an. Und dann ist die Folge dann auch erstmal zu Ende, die erste. Da geht es rein. Und da gehen wir dann in der nächsten Folge rein. Und jetzt, falls euch meine Videos gefallen, lasst mir einen Daumen nach oben da, einen netten Kommentar und drückt den Abo-Button, um kein weiteres Video mehr von mir zu verpassen. Die Kamera sieht uns. Und jetzt wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Video. Ciao.